Sarah Connor macht rührendes Geständnis, wovor sie sich wirklich fürchtet. Sarah Connor macht sich Sorgen um ihren Sohn. Die Sängerin aus Delmenhorst bei Bremen machte ein schockierendes Geständnis und ließ ihren Gefühlen freien Lauf. Ungewöhnlich offen hat sich Sarah Connor im ProSieben Magazin Red geäußert. Die Sängerin, die in Delmenhorst nahe Bremen geboren wurde, machte in einem Interview ein emotionales Geständnis. Die 39-Jährige hat große Angst um ihren Sohn. Außerdem ließ die Sarah Connor eine traurige Beichte folgen. Musikalisch war Sarah Connor im vergangenen Jahr so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. 4 Jahre nach ihrem letzten Album, Muttersprache, das über 1 Million Mal verkauft wurde, landete die 39-Jährige mit Herzkraftwerke 2019 ein neues Nummer-1-Album. Ihre bislang einzige veröffentlichte Single aus dem Album, Vincent, schaffte es bis auf Platz 9 der deutschen Charts, löste wegen des thematischen Hintergrunds sogar eine bundesweite Diskussion aus. Das Lied handelt von einem pubertären Jungen, der sich in einen anderen Jungen verliebt, damit vollkommen überfordert ist und von seiner Mutter Zuspruch und Unterstützung erhält. Die Textpassage, Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt, löste letztlich aber vor allem bei den Radiosendern in Deutschland große Diskussionen aus. Viele Eltern befürchteten, dass Kinder, die tatsächlich Vincent heißen, wegen dem Lied von Sarah Connor, die Delmenhorst nahe Bremen geboren wurde, gemobbt werden könnten. In der Folge entschieden sich viele Radiosender dazu, das Lied ohne den ersten Satz zu spielen. Obwohl die Single, Vincent, die Sarah Connor als wichtigsten Song, den ich je gemacht habe, bezeichnete, große Diskussionen auslöste, spricht der Erfolg der 39-Jährigen für sich. Die Sängerin, die in Delmenhorst bei Bremen geboren wurde, spielte 2019 in ausverkauften Hallen. Für 2020 und 2021 gab Sarah Connor bereits etliche Termine ihrer Herzkraftwerke-Tour bekannt. Anfang März 2021 tritt die 39-Jährige auch in Hamburg, Hannover und Bremen auf. Im Juni 2018 verstarb die erst 19 Monate alte Tochter von US-Skistar Bode Miller und seiner Frau Morgan. Die kleine Emmy ertrank in einem Pool und hinterließ einen tiefen Riss im Leben ihrer Eltern. Doch auch für Sarah Connor, die selber einen kleinen Sohn hat, ging der tragische Tod der Miller-Tochter nicht spurlos vorbei. Mich hat das einfach nicht losgelassen, ich konnte an gar nichts anderes denken. Ich habe selber auch einen kleinen Jungen, der sogar der Emmy ein bisschen ähnlich sieht. Also auch so ein ganz strohblonder und im gleichen Alter, und ich habe selber auch große Angst immer, dass irgendetwas passiert, gestand die 39-jährige Sängerin im ProSieben-Magazin Red. Anschließend ließ Sarah Connor noch eine traurige Beichte folgen. Die 39-Jährige verriet, was ihre Fans und Anhänger natürlich wissen, den meisten Menschen aber unklar war. Ihren Song, Flugzeug aus Papier, ebenfalls aus dem Album, Herzkraftwerke, schrieb die in Delmenhorst nahe Bremen geborene Sängerin für die ertrunkene Tochter von Bode und Morgan Miller. Ich konnte das Foto nicht vergessen, das Emmys Mutter kurz danach auf Instagram gepostet hat. Es zeigt sie mit ihrem kleinen Mädchen im Arm, das an viele Schläuche und Kabel angeschlossen ist, und darunter ein unendlich trauriger Abschiedstext. Das hat mich tagelang nicht losgelassen, verrät Sarah Connor den Grund, warum das Lied, Flugzeug aus Papier, entstand.